Was macht eine Schulklasse mit jeder Menge Umzugskartons? Verkleidungen für den Umzug natürlich. Genauer gesagt für den Jugendmaskenzug in Mainz. Insgesamt 80 Schülerinnen der Klassen 5 und 6 der Maria-Ward-Schule in Mainz laufen in diesem Jahr mit und gehen als vier farbbunte Geburtstagspäckchen. Und sie basteln alle ihre Kostüme selbst. Kunstlehrerin Charlotte Schmidtberger entwickelt gemeinsam mit den Mädels die Idee. Und dann geht's im Kunstunterricht und der AG los. Vom Design bis zur Umsetzung. Alles Handarbeit. Lena, guck mal, meine Finger sind schon ganz weiß von malen. Ich entwerfe gerade ein Muster für meine Kopfbedeckung und versuche halt gerade, das einigermaßen hinzukriegen. Ich wollte halt so Luftschlangen um meine Krone haben, sagen wir es so. Und dann mache ich noch so Luftballons dran. Und ja. Boah, das da gehen als Geschenk und auf den Ring mache ich hier noch so eine Schleife und die Kiste dekorieren wir dann halt so, dass es aussieht wie so ein Päckchen. Und dass das jetzt hier alles noch ein bisschen wackelig ist, das machen wir später. Geht nicht alles an einem Tag. Charlotte Schmidtberger selbst ist schon seit 25 Jahren dabei beim Jugendmaskenzug. Das ist übrigens der größte und vielleicht schönste Fasnachtsumzug für Kinder und Jugendliche in ganz Europa. Und in diesem Jahr gibt's was zu feiern. Der Jugendmaskenzug in Mainz feiert 60. Geburtstag. Charlotte Schmidtberger hat in jedem Jahr lustige und skurrile Verkleidungen mit ihren Schülerinnen gebastelt. Von der Erbse auf der Prinzessin bis hin zu Weg, Woscht und Woi auf zwei Beinen. Ihr ist wichtig, dass die Mädchen kreativ werden und eigene Ideen einbringen. Ja, wir haben gedacht, wir gratulieren dem Jugendmaskenzug, indem wir ihm Päckchen schenken. Vier farbbunte Päckchen, Gruppen werden wir. Und jeder schenkt eben was anderes und das ist anders verpackt und anders geschmückt. Also ich muss sagen, ich war immer ein Fasnachter, aber es hat mir immer Spaß gemacht, mich zu kostümieren. Und heute ist es so, dass viele einfach Kostüme kaufen, sich dann hinstellen und irgendwo warten drauf, dass es lustig wird. Und ich möchte eben erreichen, dass man mit eigentlich ohne Geld und ohne großen Aufwand, mit viel Fantasie, sich Kostüme basteln kann, die man dann auch gerne vorstellt. Und das ist das, was mich immer noch reizt, jetzt die Kleinen anzustecken mit diesem Kostümieren und selber entwickeln von Kostümen. Und dann mache ich jedes Jahr, sage ich, um Gottes Willen, nie wieder. Und kaum ist es 3 Wochen, 4 Wochen rum, sage ich, ah, eigentlich könnte man doch dann wieder neue Ideen entwickeln. Jetzt geht's aber erstmal auf die Zielgerade mit dem Basteln. Malen, kleben, dekorieren im Akkord. Die Mädels freuen sich riesig auf den Jugendmaskenzug. Also ich bin sehr aufgeregt, weil ich zum ersten Mal da mitlaufen werde, weil ich das vorher halt noch nie gemacht habe. Und, spannende Frage zum Schluss, wie soll das Kostüm denn aussehen, wenn es fertig ist? Na, dann bleibt nur noch viel Spaß, gutes Wetter und hello!